Und ich sage hallo und ein ganz, ganz nacktes Willkommen zu, da oben steht einer, der auf uns schießen will, wir sollten uns hier wegbewegen. Oh. Scheiße. Zu H1Z1, ja, da oben steht einer auf dem Auto, siehst du das? Ja. Das geht ja schon gut los hier. Ich habe natürlich auch keine, ja, ja. Warte mal. Ich habe leider tatsächlich nur, also ich habe meine AK ist läuft in der weg, Kiste. Oder? Nee, sonst? Er geht jetzt zur. Wo ist er? Ist links, nee, er ist also jetzt hier links auf ins der Haus. Seite. Ich habe eine Knarre. Was habe ich gesagt? Kannst du dich nur erinnern? Soll ich mal raus und ihn abschießen? Ja, wenn du was zum Schießen hast, dann. Da ist ein Bär dann, draußen, da glaube ich, wird es gleich von selber erledigen. Ach so. Wo, direkt vor uns? Ja, jetzt ist er wieder oben. Ja, ja, jetzt ist er da oben wieder auf dem Auto. Ja, ich sehe ihn. Aber er hat keine Knarre in der Hand. Sag ihm doch mal einer, wir wollen hier was machen, er soll doch bitte gehen. Ja, er hat jetzt hier eine geschossen. Knarre in der Hand. Bin ich. Ja, jetzt ist er runtergesprungen, okay. Ja. Jetzt läuft er Richtung Haus. Ja, er ist wieder auf dem Auto. Okay, klingt nach einem Portugiesen. Oder? Nee, Russe. Soll ich aufmachen? Ja, super. Ja, mach mal die Tür auf hier. Komm, ich nehme mein Messer in die Hand. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Jetzt haut er aber ab. Tot. Ja, ist tot. Okay, alles klar. Ah, da läuft noch einer. Achso, nee, jetzt bist du, oder was? So, sehr schön. Ja gut, prima, Mensch. Das ist doch perfekt. Dann können wir anfangen. Wir haben nämlich, falls sich irgendjemand fragt, warum hier alle nackt sind, wir haben eine Schnitzeljagd geplant und die starten wir tatsächlich nackt und die erste Aufgabe kommt auch sogleich, damit ihr denn mir nicht unterwegs verhungert, denn es ist zeitlich schon eng bemessen. Ja. Also, die erste Aufgabe, alles auf Anfang. Die Welt geht unter, die Zombies schreien. Zum Glück seid ihr nicht ganz allein. Als erstes müssen Waffen her. Pfeil und Bogen fehlen so sehr. Das alles aus den Hütten in der Nähe. Und Vorsicht, hier gibt's nicht nur Rehe. Okay. Jetzt hab ich auf. Aber wir sollten zusammenbleiben. Und nicht einer rechts, einer links, oder? Das könnt ihr halten wie ein Dachdecker, Mensch. Gut, die Jungs rennen einfach los. Ja, Bogen. Ich krieg die Tür nicht zu. Warum nicht? Was ist los? Die Tür geht nicht zu. Nee, die Tür geht nicht zu. Also ich kann eh drücken, aber die geht nicht zu. Wir sollen jetzt nur einen Bogen finden, okay? Und Pfeile. Ja. Oder Bogen craften, oder was? Also die Base ist jetzt offen, ne? Ich konnte die Tür nicht zumachen. Okay, ich mach's immer zu. Ja, weil alle sind einfach... Ja. In der Base liegen noch Bögen. Was ist eigentlich mit den Sachen, die wir finden, wenn wir Helm und so weiter finden? Liegen lassen. Alles liegen lassen. Das darf man nicht mitnehmen. Das heißt, Bogen muss man finden oder craften? Also das ist egal. Pfeil und Bogen für jeden braucht ihr jetzt. Oh, Zombie. Also ich gehe dann jetzt mal auf die andere Seite. Vielleicht kommt ihr dann auch mit, dass ich hier nicht alleine herumlaufe, weil ich weiß nicht mehr, wo ihr seid. Bogen. Ich bin hinter dir. Okay, Bayer hat einen Bogen. Ich bin, glaube ich, hier bei Bayer und I4. Ja. Reicht denn ein Bogen oder muss das jeder haben? Jeder braucht einen Bogen und Pfeile. Und das braucht ihr dann auch. Also glaub mir. Du wirst froh sein, wenn jeder eins hat. Ah, siehst du, Bayer, du könntest theoretisch den Zombie umbringen. Achso, vielleicht hat er im Loot. Was? Ja, genau. Ich habe aber noch keinen Pfeil. Achso, oder Notoka oder irgendwer. Ja, ich habe weder einen Bogen noch einen Pfeil. Stickies holen. Ja. Da unten sind Sticks. Ich brauche alle Stickies. Wo sind Sticks? Oh, eine AK, ich darf sie nicht mitnehmen. Ich bin gerade ein paar Sticks hier am Sammeln. Ich habe mal 5 Stück oder so. Ach ja, da hinten sind Sticks. 4 Stück. So, ich habe auch einen Bogen gefunden, aber nur so ein Schrotti. Der ist ein bisschen schrottig. Oh, hallo schon. Zombies. Ich habe einen Bogen. Da läuft jemand angezogen rum. Ich hoffe, das ist da mal. Ja. Puh. Ich brauche jetzt auch noch Stickies. Oder hat einer viele und kann mir was abgeben? Ich brauche noch einen Bogen. Ich brauche auch noch einen Bogen. Die Gruppeneinladung machen sollen. Ach so, das könnte ich mal noch machen. Guck mal. Das mache ich mal, derweil ihr Pfeil- und Bogenzeug euch sucht hier. Guck mal. Schneckball in weit. Boah, mein Bogen ist auch schon richtig im Arsch. In weit. Haus. Yes. Ja, da ist ein anderer Spieler. Wo? What? Nicht einfach eine AK raus. Hey, man. Hi. Hi, Bogen tot. Der schießt auf Damakash. Nee, der schießt auf die Zombies, ja. Also okay. Also ich habe einen Bogen und 4 Pfeile. Ich habe einen Bogen und 9 Pfeile.
Ich habe noch nichts. Ich muss noch ein paar Leute in eine Gruppe einladen und ich traue mich gar nicht, wenn der da mit seiner Armbrust rumsteht. Soll ich den kurz umhauen? Oh, bist du gemein. Sag mal, Kasch, wo bist du? Ich bin auf der Straße bei Hiro und Nutoka. Ja, bin da vorne laufen aber viele rum. Sind sie nackt? Nein. Dann könnten es Freunde sein. Also ich sehe da vorne, seid ihr... Ja, ihr hättet geschickt da, also nackt rumzulaufen, während andere Spieler da sind und dann die Gruppe zu splitten, ist auch echt riskant, ne? Oh ja, das sind andere Spieler. War auch nicht dafür, muss ich sagen. Ja, aber eine Hose gut an. Wer hat denn hier die Hosen an? Also wir sind jetzt zumindest schon mal zu fünf. Das war sicher so ein Speer, den ich umgebracht habe. Oh, das ist ein Schneckball. Und da hinter uns, wer ist das? Hinter dir? Keine Ahnung. Der hat eine Waffe. Ja, der ist aber schon die ganze Zeit da irgendwie. Ist eigentlich schon eine Gruppe? Also hier. Ja, ich bin dabei. Ich wollte nur nicht einladen, weil der Typ da noch rumgelaufen ist. Ich habe hier ein Haus gefunden, da sind noch drei Bögen drin. Echt? Ja, wo bist du denn? Also, weil meiner ist kaputt. I4, du bist I4, oder? Ja. Okay, alles klar. Ich habe schon bekommen. In welchem Haus bist du? Ich laufe mal nochmal Richtung Straße und hüpfe einfach. Ah, ich sehe dich, glaube ich. Hinter mir das Haus, das sind drei Bögen drin. Trotzdem grobe Beschreibung, weil ich sehe die Straße nicht. Hinten dort, wo mehrere Häuser sind, wo der Wohnwagen ist, auf der rechten Seite beim Ufer, das mittlere Haus. Okay. Aber da sind wir eh auf dem Weg. Der andere Typ, ich sehe ihn jetzt nicht. Also da sind auf jeden Fall drei Bögen drin. Einer da, genau. Da läuft auch noch einer. Ja, ich bin, mittlere Haus. Ich wusel hier brav bei euch hinten. Boah, rein. Der hat aber nur noch 300... Ding. Guck mal, hier neben der Tür. Schneckball neben der Tür sind Bögen. Ja, warte, ich geh mal eben einen weiter. Mann, wie gut meiner noch ist. 360, auch nicht so der Burner. Gut, muss reichen. Also ihr könnt natürlich im Laufe der Schnitzeljagd, solltet ihr dann einen besseren finden, könnt ihr den schon austauschen, einen wegschmeißen. Oder ich crafte mir selber einen. Oder man craftet sich dann einen. Ich glaube, das mache ich. Dann opfere ich meinen guten Bogen hier am Boden. Also ich habe, meiner hat jetzt 800. Ja, das ist doch gut. Reicht doch. Damit kann man da was anfangen. Ach. So. Okay. Ne, die Herren, jetzt bleiben wir ein bisschen zusammen, okay? Okay. Ich bin so, jetzt müssen wir das suchen. Zerstreuen! So. Ja, wenn alle Pfeil und Bogen haben und sich gesammelt haben, wo ist denn Hiro? Ach, Hiro, der war im Haus, genau. Ja. Du wolltest nackt nicht im Wald stehen nachts. Finde ich auch vernünftig so. Nächste Aufgabe. Baut Einkaufstour. Ohne Hose, ohne Hemd. Der Asphalt an den Füßen brennt, das kann freilich nicht so bleiben, drum solltet ihr euch schnell bekleiden. Doch ihr tragt nicht irgendwas, wo bliebe dann der Shopping-Spaß? In Cranberry soll's Tolles geben, Geschäfte, Häuser und auch Läden. Da kleidet ihr euch fertig ein und werdet richtig sexy sein. Oh, oder tot. Auf geht's. Oder tot. Oder tot. Müssen das Schuhe auch dabei sein? Ja. Weil die sind schwierig zu finden, die sind wirklich schwierig. Ja. Okay. Wollen wir alles klar über den Fluss einfach rüber? Wird es da Weg, oder? Ja, aber also wenn ich da Zombies allerdings zu uns kommen, ich hab schon Durst, ne? Wir haben ja jetzt Pfeile. Mit dem Typen wäre ich vorsichtig, der da vorhin rumgetanzt ist. Ich würde aber auf jeden Fall in den Vorort von Cranberry gehen. Ja. Aber wir sollen ja nach Cranberry. Ja, das ist der Cranberry. Vorort ist ja Cranberry das auch, Cranberry. Ne? Also, okay. Ja. Hm? Also gut, dort einfach, wo die normalen Häuser stehen. Genau, halt Cranberry. Weil das sonst ist ja findest alles, du nichts. Ja, ich denke auch, in Cranberry selber ist wahrscheinlich schwierig. Ich kann deinen Hintern sehen. Ich guck auch die ganze Zeit schon rüber. Bald bekomme ich Durst. Bald bekomme ich Durst. Wir müssen bald eine Quest haben mit Essen, Trinken. Ja, ich habe 67% nur noch. Oder 52. Ja, glaub mir, du kommst hin. Das kommt hin. Das wird reichen. Weiß nicht, bei ich so rechts, guck. Aber Essen und so weiter dürfen wir nicht trinken. Nein. Okay. Das, na passt. Es soll ja ein bisschen Zeitdruck entstehen, ne? Alter, ich hab mich überholt. Wieso das? Nee. Wie kannst du mich überholen? Keine Ahnung. Ich lauf die ganze Zeit mit Shift. Ach so. Gesagt. Er hat Sack gesagt. Die anderen Spieler sich fragen, was machen die da eigentlich, warum rennt da eine ganze Gruppe nackt rum? Ja, das wird sich der Typ vorhin auch gedacht haben, der da war, aber der hat lieb gegrüßt. Mhm. Und hat nicht geschossen.
Das müssen wir ihm immer zugute halten. Aber ja, jetzt... ich meine ganz ehrlich, wenn er, der sollte auch vorsichtig sein. Ich meine, wir sind eine Riesengruppe. Alle nackt mit Bogen. Genau. Da habe ich Angst, weißt du, wenn jemand mit Bogen in Unterhose auf mich zukommt. Ja, dann so, muss Alfie, derjenige irre sein und irren ist alles zuzutrauen, also. Also ich, wenn ich jetzt mal angenommen, ich finde hier schon irgendwie was zum Anziehen, dürfte ich das schon nehmen? Das dürftest du mitnehmen, ja. So, ja, jetzt warte ich mal eben auf euch. Quack, quack, quack. Achtung, Zombies, links halten. Müssen wir wirklich komplett ausgestattet sein, also auch Handschuhe? Nee, Handschuhe braucht's nicht, aber Hose, Hemd und Schuhe. Okay. Ah, das ist ein Wolf, Achtung, rechts rüber ein bisschen. Oh, Zombie. Auf geht's, Führerin, leite uns. Ja, irgendeiner muss ja hier so ein bisschen... Uiuiuiui, da geht's aber stramm runter. ...euch im Griff haben, oh ja, ne? Aber richtig stramm. Ich weiß nicht, ich vermute mal... Ich würde die Zombies ignorieren und einfach mal in ein Haus und Haus zumachen. Oh ja, das ist vielleicht nicht gerade durch die Gruppe von 5 Zombies da laufen. Nee, das war ja hier so... Wenn man einen, die werden sowieso haben, alle okay, jetzt in der Horde kommen. Ja. Ah, ich guck mal, das ist ein Jesus-Zombies sind, dass die laufen oben. Ja, 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 das hab ich schon immer gemacht. Die gleich noch viel auf Spaß dem Wasser haben. Laufen. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Ja, der erste ist gepult. Oh, ich geh mal in das zweite Haus, in das doppelstöckige, ja, weiße. Ja, da komm ich mit rein. Ich komm auch okay, mit rein. Also bitte nicht die aber Tür vor meiner Nase. Aber haben wir Zombies hinter uns? Irgendwer muss die Tür zumachen. Ich mach die Tür zu, okay? Virus, boah, Haus. Schneckball hat einfach ich bin mal drin. Zombies. Achtung. Ja, okay. Kommt noch einer rein? Ja. Okay. Wir nehmen sehr gut. Haus. Alles zu? Perfekt. So aus, ja. Ja, ich mach zu dann, ja? Ja. Shirt habe ich. Pass auf, lass uns über die Veranda. Hose auch. Okay. Ich hab nichts. Hoffentlich sind keine Sackgasse. Ich hab die mitgebracht. Ah. Hier ist nichts. Wo ist mein Messer? Da bist du? Aua. Ich bin drin. Ja, du bist. Nein, ich bin hau nicht drin. Hau die tot. Ich respawn mal und lauf wieder ran. Komm durch die andere Tür. Ich kann mich nur leider nicht verbinden ohne Bandagen. Und ich blute leider. Hier sind wegen den Zombies im Haus. Du musst mal gucken, ich habe für den Notfall bestimmt was eingesteckt. Ich habe für den Notfall schon Wasser und Essen und so beigehabt, ne? Darf man Bandagen machen, wenn man blutet? Ja, natürlich. Wenn du blutest, kannst du dir was machen, klar. Nur nicht irgendwie auf Vorrat mitnehmen. Im Kleiderschrank sind jetzt Kleiderbügel drin. Echt? Ist unten noch was zum Anziehen? Oben ist gar nichts. Habt ihr jetzt wahrscheinlich schon alles, ne? Messer? Ne, unten war nur einmal Hose, einmal Shirt. Aber ihr müsst, am besten wir gehen einfach ins nächste doppelstöckige Haus und gucken dort in der Mitte bei den Waschmaschinen. Raus und links. Hast du schon alles durchsucht ja, hier? Wir folgen. Ja. Okay, also gehen wir nochmal raus. Ah, wo sind sie alle hin? Bereit? Ja. Ja. Dann gehen wir hier raus. Go! Also jetzt müssen wir eine Runde laufen, leider Gottes. Tut mir leid. Macht ja nix. Aber besser als direkt vorne in die Zombies rein. Ach shit, da kommen wir gar nicht durch. Da brennt okay, irgendwie. Dann nochmal durch. Ja, da will ich hin, genau in das Haus. So. Achtung, ich bin ist die Tür offen? Bist du da? Tür ist offen. Oh Gott. Ich komm nicht. Alter, bist du verrückt? Mach dir die Tür direkt vor mir zu. Egal, ich lauf eine Runde, mach auf, ich komm wieder. Ja. Am besten durchlaufen jetzt. Okay, ich komme. Ah, shit. Mach zu. Mein Spiel ist abgestürzt. Oh nein. Was, müssen wir ja, die Zombies hier platt machen? Ich bin gerade reise nach Jerusalem mit den Zombies. Au. Ich lauf mal hoch. Ja. Spiel ist abgestürzt, ist schlecht. Da könnten wir theoretisch, wenn ihr euch irgendwo gesammelt habt, dann könnten wir an dieser Stelle tatsächlich einen Folgenbreak machen und warten, dass Alf hier... gereloggt hat, oder? Also, oder wieder eingeloggt. Bist du raufgerannt? Ist. Nee, ich bin. Ich bin raufgerannt. Eingesperrt. War eine scheiße Idee. Ich muss mich gerade mal so schnell ein bisschen verteidigen. Also, jetzt. Ich bin in einem 2 Quadratmeter großen Büro. Bin ja, in wir Küche. Könnten aber theoretisch die Folge beenden. Ich, na, gleich. Genau, dass Alf hier halt wieder dazukommen kann. Platz. Das fände ich eigentlich genau, auch ganz gut. Können wir es beenden jetzt, ja? Ja, wir und haben dann uns hier verteidigt. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Genau. Ciao. Ciao, Leute. Ciao.